Moin Leute, willkommen zum ersten Unboxing in diesem Jahr. In diesem Jahr ist etwas oder einiges neu. Einmal bin ich gewechselt zu Loot Chest, wie ihr hier seht. Wollte mal einen anderen Anbieter ausprobieren. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon im letzten Unboxing im Dezember gesagt. Zusätzlich habe ich jetzt hier da ein Mic von Rode. Die nennen das Lavalier-Mic. Und ich hoffe, dass der Sound irgendwie okay ist. Ich habe das jetzt so kurzzeitig schnell eingerichtet. Klang beim Test jetzt irgendwie ganz gut. Ich hoffe, es funktioniert. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall schon mal 1000-mal besserer Sound als sonst bei den Unboxings, weil der Sound dann dadurch nicht so blechernd ist. Zusätzlich die Lootbox kam wieder, auch diese Lootbox von Loot Chest kam ein bisschen später diesen Monat. Irgendein Teil hing im Zoll fest, im Hamburger Hafen. Wir können ja mal alle zusammen raten, was das sein hätte können. Vielleicht ist ja hier eine Knarre drin, man weiß es nicht. In diesem Sinne, ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, was jetzt wirklich bei Loot Chest so drin ist, nachdem wir gewechselt sind. Und ich fange jetzt auch einfach mal an und mach mal auf. Die Vorfreude steigt. So. Alles klar. So. Womit fangen wir denn an? Ich nehme einfach mal das hier raus. Und zwar haben wir hier von Skybound Minis Series 1. Skybound ist, glaube ich, ist es nicht sogar die Firma von dem Walking Dead Schöpfer? Ich glaube schon. Und es ist auf jeden Fall eine Figur, würde ich jetzt so sagen. Und so wie es aussieht, eine Überraschungsfigur. Also machen wir es auf, um zu sehen. Achso, erstmal zeige ich euch natürlich den Karton. So, Skybound Minis. Und wir machen das einmal auf. So. Ja. Im Endeffekt, ja, haben wir hier eine verpackte Figur. Das wird wieder laut. Mal sehen, wen oder was wir hier haben. Ich wusste jetzt nicht, wer es ist, aber nachdem ich das zweite Stück hier rausgeholt habe, ich zeige euch das mal eben einmal. Ja, jetzt hat er fokussiert. Es ist nämlich Lucille. Der nette Baseballschläger von natürlich Walking Dead Universum. Der gute Negan. So, an dieser Stelle mache ich nochmal ganz kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder, weil ich hatte eigentlich mir was zurechtgelegt, damit, falls die Kamera mal nicht fokussiert, habe ich jetzt natürlich jetzt hier nicht liegen. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und zwar hat das eben wieder mal nicht so fokussiert, wie ich möchte. Deswegen habe ich mir jetzt hier was hingelegt. Na, Villa. So. Kann man jetzt ganz gut sehen, ne? Schöne kleine Negan-Figur, finde ich geil. Ich mag Walking Dead, auch wenn die letzten Staffeln nicht mehr so der Hit waren, muss man ja leider so sagen. Trotzdem ist der Charakter Negan eigentlich echt ein geiler Charakter. Nur leider zu der Zeit zu Walking Dead gekommen, wo ich finde, die Staffeln ganz schön nachgelassen haben. So, dann haben wir Negan, dann haben wir... Oh, guck mal hier, es gibt... Bei denen gibt es ja sogar Leckerlis. Nestle Breakaway Original. Ja, gut. Ich bin jetzt nicht der Fan von der Firma Nestle. Und man weiß, glaube ich, warum. Trotzdem werde ich den Müll jetzt mal probieren. Von den Jungs, wenn es schon mal drin ist. Ich habe es ja nicht. Ich habe ja das Ding nicht gekauft und habe damit Nestle unterstützt. Da habe ich ein reines Gewissen eigentlich. Schmeckt leider gut.
Auch wenn es von Nestle ist. So. Jetzt haben wir Denate by Face Case Collector's Edition Original Fate Case Stormlighter Denate Skin Skin Real. Ich könnte mir vorstellen, dass genau das beim Zoll hängen geblieben ist. Er fokussiert wieder nicht. Wir sind ja vorbereitet. Haben wir gesagt, oh Gott, jetzt sehe ich natürlich immer nicht, wo ich bin. Na, fokussiert er jetzt? Also einigermaßen, ne? Auch irgendwie mehr schlecht als recht. Ich hol's mal raus. Ich hol ihn mal raus. Nein. Gottes Willen. Das will keiner sehen. Oh ja. Ich denke, dass das beim Zoll hängen geblieben ist. Oh, jetzt kommt man raus aus dem verfickten Papier. Entschuldigung. Aus dem blöden Papier. Wir haben nämlich ein Feuerzeug, Schlüsselanhänger in Form einer Handgranate. Jetzt fokussiere endlich. Meine Fresse. Ich hoffe, er fokussiert jetzt. Ich sehe das natürlich auch. Da habe ich mir natürlich so ein Papier hier hingelegt und einiges ist viel zu groß. So. Fokussier! Er will das irgendwie heute nicht. Trotz des Papiers habe ich mir das extra hier hingelegt. Ja. Muss ich jetzt echt noch wahrscheinlich echt noch einen Stift, den Stift richtig ziehen, damit sie funktioniert oder wie? Anscheinend. Aber ich will das jetzt auch nicht kaputt machen. So, wir haben also ein Handgranatenfeuerzeug. Ja. Dann als nächstes haben wir Marvel's Spider-Man 3D Puzzle Eraser. Okay, das heißt, es ist ein Puzzle und gleichzeitig ein Radierer, also wahrscheinlich Radiergummi. Ich mache das jetzt mal auf. Also ich zeige euch erstmal einmal ganz kurz die Verpackung. Ja, jo, kann man sehen, 3D-Puzzle. Ich weiß nicht, ob man damit wirklich jetzt radieren kann, aber im Endeffekt ist es, wir haben diese Figur und wir können sie auseinanderklabüstern und deswegen ist es ein Spider-Man 3D Puzzle. So. Und dann haben wir den Kollegen hier. Passt rein. Nice. Wäre vielleicht wieder was für meinen Neffen. Obwohl ich den ja auch, also so viele Kinder, die man so trifft und kennt, auch jetzt so in der Familie und so, stehen irgendwie alle auf Spider-Man. Meinen Neffen habe ich natürlich so getrimmt, dass er auf Batman steht. Weil Spider-Man einfach nervt mit seinen ganzen Sprüchen. Finde ich persönlich. Also, es ist ein geiler Charakter und Comic allgemein ist ja cool, aber Batman ist einfach der geilere Charakter, auf jeden Fall. Das T-Shirt wollte ich jetzt eigentlich so zuletzt machen. Was haben wir denn noch? Oh, wir haben ein Star Wars Buch, Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Also irgendwie ein Buch zum Film oder Comic zum Film. Ich schau mal eben rein. Ja, so, ich sag mal, das sieht so nach kurz zusammengefasst aus. Luke Skywalker ist auf dem Planeten Tatooine zurückgekehrt, um seinen Freund Han Solo aus den Klauen von Jabba dem Hutten zu befreien. Keine leichte Aufgabe, aber es wartet noch viel größere Herausforderungen auf Luke.
Der Todesstern des galaktischen Imperiums muss vernichtet werden. Und am Ende entscheidet ein einziger Kampf über das Schicksal der Galaxis. Luke Skywalker gegen Darth Vader. Ja, also vom Episode 5, wenn ich es richtig gezählt habe. Sehr geil. Und wenn ich jetzt, ich schlage jetzt einfach mal irgendeine Seite auf. Wie gesagt, es ist nicht super viel Text drin, es ist mit Bildern. Und deswegen vermute ich auch, dass das... so kurz zusammengefasst ist. Auch sehr geil. Das finde ich richtig cool. Und jetzt bin ich mal gespannt auf das T-Shirt. So. Okay. So wie es jetzt aussieht, ist es ein T-Shirt im Sons of Anarchy Stil. Aber hier steht Mordor. Was ich ja auch schon wieder sehr witzig finde. Ich gucke mir das erstmal an. Ja, sehr nice. Herr der Ringe-T-Shirt, könnte man so sagen. Black Riders of Mordor. Sehr geil. Wie ich schon sagte, im Sons of Anarchy-Stil. Finde ich gut. Das T-Shirt mag ich gerne. Richtig geile Sachen. Jetzt kommen wir am Ende natürlich noch einmal zum Heftchen. Wo natürlich noch mal so alles drin steht. Da, irgendwo sind die ganzen... Wir haben nämlich hier die HE-Granate, Feuerzeug. Die kostet 16,95. Also 17 Euro. Das T-Shirt auch nochmal 15 Euro. Dann sind wir schon bei 32. Da habe ich jetzt schon die Box raus. Also die Wutbox habe ich jetzt schon raus. Dann nochmal 8 Euro dazu für das Star Wars Buch. Dann sind wir bei 40. Und nochmal 8 Euro die Figur von Walking Dead. Dann sind wir bei 48. Das leckere Ding hier ist gerade. Hat mir gut. Der Puzzle Eraser. Kostet aber auch nochmal 13 Euro. Weil wenn ich mich jetzt nicht verballert habe, bin ich jetzt bei 51 Euro. Ja, ne? Oder 61. Ich habe jetzt eben durch das Essen vergessen, was ich zuerst zusammengerechnet habe. Also 15, 17, 32, 40, 48. Ne, sind wir sogar bei 61 Euro. 61 Euro Marktwert in dieser geilen Box. Finde ich richtig cool. Vor allen Dingen geile Gimmicks. Gut, das Feuerzeug. Oh, sorry, ich bin gerade gegen den Tisch gekommen. Das Feuerzeug ist jetzt, sieht geil aus. Finde ich jetzt zum Beispiel, da ich aber nicht mehr rauche, schon seit über 2 Jahren, brauche ich es so jetzt nicht. Könnte man sich das irgendwo hinlegen oder so. Zusätzlich die Minifigur von Negan, finde ich sehr cool. Die kann da hinten natürlich irgendwo noch Platz finden, wenn ich überhaupt noch Platz habe. Das ist durch das neue Batmobil auch echt voll geworden hinten. Ja, den Radierer, denke ich mal, ist ein nettes kleines Gimmick, wenn man mal was zu radieren hat. Er sieht auch nicht scheiße aus, also man könnte sich auch irgendwie hinstellen. Und am geilsten ist aber echt wirklich das Star Wars Buch von der 5. Episode und auf jeden Fall das T-Shirt. Das T-Shirt finde ich richtig cool. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Sound ging klar und war besser als auf jeden Fall die letzten Male. Ich habe gerade gegen Ende gesehen, dass ich Idiot gar nicht alle meine Lampen angemacht habe. Ich hoffe, von der Beleuchtung ging es trotzdem. Und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Monat wieder dabei seid bei Loot Chest. Und ich glaube, nächsten Monat kommt auch noch wieder eine Folge der Graphic Novel Collection von Batman. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächsten Monat. Bis dann!